So, hallo zurück. Wir sind wieder da, nachdem wir eben die Zeit ganz gut gefüllt haben, denke ich. Und wir haben Michael zu Besuch heute, der über einen ganz wichtigen Faktor spricht, sollte man denken, denn Agile ist ja all about people, wie wir alle wissen. Michael ist da. Vielleicht möchtest du, Felix, kurz was zu Michael sagen. Du kennst ihn also auch. Ich kenne Michael von der Zeit, als er bei der SAI gearbeitet hat, war da Partnermanager, hat dann andere Dinge vorangetrieben und hat sich auch in dieser Zeit schon immer um das Thema HR und Menschen gekümmert. Und ich persönlich bin ganz gespannt darauf, was in seinem Vortrag vorkommt. Ich bin als nicht ganz sicher, wo er als lebt, weil er ist immer sehr umtriebig, mal in Colorado, mal in New York, mal in der Schweiz, kommt aus der Schweiz. Also jetzt gucken wir uns mal die Konserve an. Der Michael ist da. Ihr könnt also die Fragen im Chat stellen. Er wird sie dann direkt im Chat beantworten und dann auf ein paar noch nachher in der Q&A eingehen. Genau. Jo. Viel Spaß. Willkommen auf dem People Runway des ARTs. Für diejenigen unter Ihnen, die nicht mit dem Begriff ART vertraut sind, ART steht für Agile Release Train in SAFe, ein Team von agilen Teams, das auch mit einem Tribe verglichen werden kann, wenn Sie mehr mit der Spotify-Terminologie vertraut sind. Mein Name ist Michael Stump, SAFe Fellow und SPCT, gebürtiger Schweizer, wohnhaft in den USA und oft auf Reisen rund um den Globus, wenn Covid es gerade zulässt. Es ist mir eine Freude, hier auf der Tools for Agile Teams Konferenz zu sein. Ich werde heute nicht über Tools sprechen, sondern darüber, die Menschen an die erste Stelle zu setzen. Ich freue mich sehr, über die Bedeutung und den Business Case dazu zu sprechen. Denn das Ignorieren von HR-Themen wird meiner Einschätzung nach Ihre agile Transformation um 1 bis 2 Jahre verlangsamen und Ihren weiteren Erfolg behindern. Ich denke, ein guter Grund, das Thema höher zu priorisieren. Ich kann nicht zählen, wie oft ich Fragen von Kunden und Trainingsteilnehmern zum Thema HR oder Personal im agilen Umfeld erhalten habe. Themen wie langsame Einstellungsprozesse, das Fehlen eines geeigneten Karriereframeworks bis zur Frustration über die Einhaltung veralteter Performance Management Practices gehören zu diesen Fragen. Mit der Zeit habe ich mich mehr mit dem Thema beschäftigt, als Berater, aber auch in meiner Rolle in der Geschäftsleitung der Firma. Die Auswirkungen wurden immer sichtbarer und Experimente haben geholfen, mehr zu lernen und die Situation besser zu verstehen. Von der Agile HR Thought Leaderin Fabiola Eichholzer habe ich gelernt, dass das Nichtangehen solcher Themen einen Namen hat. People Debt. People-Debt-Krise oder in Deutsch Personalschulden und die Personalschuldenkrise. Mehr dazu etwas später. Beginnen wir mit dem Guten, dem Schlechten und dem Hässlichen. Das Gute ist, jeder spricht über die Bedeutung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem ART. Leider erlebe ich oft, dass es nur ein Lippenbekenntnis ist und andere Dinge wichtiger, dringender und höher priorisiert, so dass am Ende des Tages niemand das Problem wirklich behandelt. Erst vor kurzem war ich in einer Mentoring-Session mit einer Führungskraft in einem Unternehmen im Gesundheitswesen, der zu mir sagte, ich sehe das Problem, aber es liegt nicht an mir. HR muss dieses Problem lösen. Die Frage ist, ist es wirklich ein HR-Thema? Wie auch immer, lassen Sie uns zuerst verstehen, was wir unter People Debt, Personalschulden, verstehen. Viele von Ihnen werden mit dem Konzept Technical Debt, technische Schulden, vertraut sein. Unter technischer Schuld versteht man den zusätzlichen Aufwand, den man für Änderungen und Erweiterungen an schlecht oder mit Abkürzungen, zum Beispiel ohne Testautomatisierung, geschriebener Software im Vergleich zu gut geschriebener Software einplanen muss. Die Idee von People Debt baut auf dem gleichen Konzept auf.
Es sind die Kosten und Risiken, die durch die Vernachlässigung der menschlichen Personalaspekte und notwendigen Investitionen anfallen. Sowohl Personal als auch technische Schulden können in bestimmten Situationen sogar Sinn machen, jedoch nur, wenn wir sie aktiv verwalten und daran arbeiten. Arbeiten wir nicht daran und bauen wir sie nicht ab, können sich die Schulden sehr schnell ansammeln. Zum Beispiel Microsoft hat 1995 erkannt, dass wenn sie nicht in Internet-Features investieren, das Überleben der Firma gefährdet ist. Bei der Entwicklung des Internet Explorers wurden bewusst technische Schulden in Kauf genommen, um schneller in den Markt einsteigen zu können. Anzeichen für eine hohe People Debt sind tiefe Moral und Engagement sowie eine geringere Wertschöpfung, was sich auf die Kundenzufriedenheit und somit verspätet auch auf den Erfolg der Firma auswirkt. Denken Sie an Ihre eigenen agilen Release Trains oder in Ihrem Unternehmen generell. Welche Themen sehen Sie? Wo sehen Sie People Debt? Ich lade Sie herzlich ein, Ihre Gedanken und Erkenntnisse, wo es bei Ihnen Personalschulden gibt, im Chat zu teilen. Eine Führungskraft hat mich kürzlich gefragt, um People Debt anzugehen, muss ich zuerst verstehen, ob wir welche haben. Wie kann ich People Debt erkennen? Leider haben People Debt Elemente kein eigenes Warnschild. Einige Praktiken wie Micromanagement und starre Karrierewege sind leicht zu erkennen. Andere jedoch viel schwerer zu identifizieren. Sie werden und sind oft als etablierte Konzepte und Prinzipien getarnt. Ich habe hier rund ein Dutzend Beispiele für Sie aufgelistet, aber lassen Sie mich einige davon hervorheben. Beginnen wir mit der Bedeutung von Performance. Zu viele Organisationen, einschließlich agile Organisationen, definieren Performance immer noch als eine Kombination aus harter Arbeit, guter Planung und dem erfolgreichen Abschluss von Tasks oder User Stories. Ich frage Sie, welches Team würden Sie als leistungsstärkeres Team betrachten? Team A, das seine Zahlen trifft, aber auf Nummer sicher geht? Oder Team B, das experimentiert und lernt und den Kurs korrigiert, jedoch das Risiko eingeht, hier und da die Marke zu verfehlen? Persönlich hätte ich lieber ein Team, das kalkulierte Risiken eingeht und Leistungen als mehr als nur ein Häkchen ansieht. Ein Team, das sich auf Wertschöpfung konzentriert und die kollaborative Kraft und das Potenzial des gesamten Teams nutzt. Und das führt mich zu einem weiteren Zeichen, einem unerschütterlichen Fokus auf Effizienz. Effizienzfokus kann Ihnen sicherlich optimierte Prozesse und kontinuierliche Verbesserungen geben, lässt jedoch nicht viel über den Tellerrand hinausdenken, zu experimentieren oder zu lernen, was heutzutage wichtig ist. Sie werden dadurch nicht innovativer oder anpassungsfähiger. Achten Sie zum Beispiel auf Stellenbeschreibungen, individuelle MBOs, Incentivepläne. Sie sind alle Relikte einer alten Ära. Meine dritte Wahl auf dieser Liste regt zum Nachdenken an. Es geht um Meritocracy. Dieses Versprechen, dass jeder die gleichen Chancen hat und harte Arbeit belohnt wird. Aber was ist, wenn dies ein falsches Versprechen ist? Was passiert, wenn harte Arbeit und Erfolge nicht zu einer Beförderung oder einer Gehaltserhöhung führen? Studien des MITs und anderer Institute haben wiederholt gezeigt, dass Meritocracy ein Mythos ist und dass Praktiken wie das Bezahlen für Leistung nicht wie beabsichtigt funktionieren. Schlimmer noch, sie lassen uns glauben, dass wir faire und korrekte Bewertungen vornehmen, obwohl wir in Wirklichkeit nur Gleichheit, Chancen und Vielfalt hemmen. Wie Sie sehen können, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, People Debt anzusammeln. Wahrscheinlich haben Sie einige auf dieser Liste mehr aus der Nähe gesehen und erlebt. Dies führt uns zu zwei Fragen. Erstens, was braucht es, um People Debt abzuwenden? Und zweitens, wer soll das machen? Beginnen wir mit dem, was es braucht.
Ich habe es auf drei Dinge reduziert. Erstens, ein unterschiedlicher Fokus auf die Menschen. Und ich spreche nicht von Plattitüden, ich spreche über Personal- und HR-bezogene Themen, die tatsächlich auf der Unternehmensagenda sind und ganz oben in ihrem Backlog stehen. Eine Verpflichtung gegenüber den Mitarbeitern reicht nicht aus, wenn wir unsere Ansichten und Einstellungen nicht ändern. Insbesondere Führungskräfte müssen alteingesessene Überzeugungen überdenken, damit wir den Personalansatz an die neuen Realitäten, an Agilität anpassen können. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung, es ist nicht immer ganz einfach. Wenn wir diese drei Dinge richtig machen, sind wir vorbereitet, die People Debt proaktiv zu verwalten. Was uns zur zweiten Frage führt: Wer zum Teufel soll für die Erledigung der Aufgabe verantwortlich sein? Drei offensichtliche Kandidaten kommen in den Sinn. Ihre LACE, das Lean Agile Center of Excellence, Ihr Triad mit dem RT, PM und System Architect und Ihr HR Manager oder HR Business Partner. Die LACE, oft teil oder kombiniert mit dem PMO oder dem Value Stream Management Office, ist ein wesentlicher Bestandteil jeder erfolgreichen Transformation, die ich gesehen habe. Ich habe das Vergnügen, verschiedene LACES um den Globus zu beraten und zu coachen. Was ich dabei sehe, ist, dass einige von Ihnen den idealen Einfluss und die Autorität haben, die HR-Themen richtig zu priorisieren. Immer mehr LACES haben ohnehin eine starke Verbindung zu HR, zur Personalabteilung, und viele Change-Management-Experten sind in der Personalabteilung tätig und sie sind herausragend darin, Veränderungen erfolgreich, nachhaltig voranzutreiben. Wirklich erfolgreiche LACES sind oft mit der Personalabteilung verbunden und eine zunehmende Anzahl von LACES werden jetzt sogar von der Personalabteilung geleitet und das Thema vorwärts getrieben. Eine LACE hat jedoch in der Regel eine Menge zu tun. Veränderungen initiieren, Stakeholder Management, Kommunikation, Schulung, Coaching und so weiter. Sehr oft hat das Thema Personal nicht die höchste Priorität. Das kontinuierliche Engagement für den Abbau von People Debt erfordert zudem viele alltägliche Dinge wie kontinuierliches Coaching und Personalmanagement. Die LACE könnte und sollte sicherlich Personalthemen auf die Transformation-Agenda setzen, aber ich denke nicht, dass es in der Verantwortung der LACE liegen sollte, die täglichen Personalarbeiten zu übernehmen. Ich denke, wir müssen zum nächsten Kandidaten übergehen, dem Triad. Unter Triad verstehen wir die Rolle Release Train Engineer, Product Manager und System Architect, System Engineer. Ich arbeite mit Arts auf der ganzen Welt zusammen, von Nord- und Südamerika über Europa bis nach Asien. Meine Erfahrung ist folgende: Das Hauptaugenmerk des RTEs liegt auf dem möglichst reibungslosen Ablauf des Program Increments und vor allem der Beseitigung von Hindernissen und Impediments. Es gibt täglich neue Herausforderungen, die adressiert werden müssen, und das nächste PI-Planning nähert sich mit Lichtgeschwindigkeit. Es ist immer wieder spannend, wie schnell 3 Monate vergehen können. Die Produktmanager, Produktmanagerinnen respektive Produktmanagementgruppe beschäftigen sich intensiv mit dem Kunden, der Vision, dem Backlog und der Roadmap, um sicherzustellen, dass wir die richtigen Dinge für maximalen Kundenwert erstellen. Systemarchitekten, Architektinnen und Systemingenieure, Ingenieurinnen hingegen konzentrieren sich auf technische Systemaspekte. Nun, was ist mit den Personalthemen? Personal ist natürlich in aller Munde, aber wer hat Personal als oberste und erste Priorität auf dem Agile Release Train? Ist es die oder der RTE? Nein. Ist es der oder die Produktmanagerin? Nein. Ist es die oder der System Architect? Auch nicht. Wir haben keine Personalverantwortung auf dem Art. Der Triad ist also nicht die Lösung. Es scheint, dass HR-Leute gerade die Spitzenreiter geworden sind. Gestatten Sie mir einen kleinen Abstecher in die Welt der HR-Business-Partner. Die meisten HR-Organisationen
insbesondere in großen Unternehmen, sind nach dem Funktionsmodell von Dave Ulrich eingerichtet. Laut Ulrich muss die Personalabteilung 4 verschiedene Rollen übernehmen. Als Verwaltungsexperte, als strategischer Partner, als Change Agent und als Mitarbeiter-Champion. Da eine Person nicht alles sein und machen kann, wird das Modell normalerweise als dreibeinige Struktur implementiert, wobei sich das Shared Service Center um den täglichen Betrieb kümmert, die Kompetenzzentren auf strategische Arbeiten und der HR-Geschäftspartner, Businesspartner draußen im Feld ist. Ulrich gibt uns die Change Agents und Employee Champions, die wir brauchen, aber offensichtlich erfüllen sie nicht unsere Erwartungen. Sonst würden wir heute nicht darüber sprechen. Also was machen wir falsch? Wir möchten, dass unsere HR-Business-Partner 70, 80, 90% ihrer Zeit für unsere Mitarbeiter aufwenden. Das ist aber nicht die Realität. Die meiste Zeit verbringen sie in Besprechungen, in der Personalbeschaffung und in der Verwaltung sowie natürlich in der Bewältigung schwieriger Mitarbeiterprobleme. HR-Business-Partners können nur etwa 5-20% ihrer Zeit für Mitarbeiterbeziehungen aufwenden. Das heißt etwa 2-8 Stunden pro Woche. Nach meiner Erfahrung ist es eher am unteren als am oberen Ende. Wenn Sie denken, dass das nicht viel ist, lassen Sie mich es noch etwas entmutigender machen. Ein HR-Business-Partner ist normalerweise für 100-800 Mitarbeiter verantwortlich. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass ein HRBP 8 Stunden pro Woche für die Mitarbeiter reserviert hat und nur 100 Personen betreut, bedeutet dies weniger als 5 Minuten pro Mitarbeiter und Woche. Ich denke, es ist besser als die 9 Sekunden, die der Kollege mit 2 Stunden Zeit und 800 Mitarbeitern hat. In beiden Fällen besteht keine Chance, dass sie in dieser Zeit etwas Wesentliches erledigen können. Aber um fair zu HR-BPs zu sein, der tägliche Umgang mit einzelnen Mitarbeitern, und das wird wahrscheinlich seltsam klingen, ist eigentlich nicht ihre Aufgabe, egal wie sehr wir es gerne wollen. Die Hauptverantwortung von HR-BPs besteht darin, HR gegenüber dem Business zu vertreten und HR-Programme, Richtlinien und Prozesse umzusetzen. Ihre Aufgabe ist es jedoch nicht, die tatsächlichen Praktiken auszuführen, sondern sicherzustellen, dass diese Praktiken von den Managern korrekt angewendet werden. Sind HR-Business-Partners die richtigen, um People Debt zu adressieren? Meiner Einschätzung nach sind sie die richtigen, um mit den Kompetenzzentren bei den systemischen Initiativen zusammenzuarbeiten. Aber sie sind nicht diejenigen, die die volle Verantwortung für die täglichen Dinge übernehmen können. Wir haben uns das LACE, den Triad und die HR-Business-Partner angesehen und bei allen festgestellt, dass niemand auf dem Ort Personal als höchste Priorität hat. People Developer sind vielleicht die Lösung. Die Arbeit an den Personalthemen besteht aus mehreren Komponenten. Einige sind strategischer oder taktischer, wie die Schaffung eines neuen Performance-Management-Systems oder heutzutage mehr Performance-Acceleration-Systems. Andere befassen sich eher mit der Ausführung wie kontinuierlichem Coaching, Mentoring jedes einzelnen Mitarbeiters, um ihr oder ihm bei seinen Wachstumsplänen und allem anderen zu helfen. Wenn wir uns die systematischen Aspekte ansehen, investieren Sie am besten in ein fest zugeordnetes HR-Team. Dieses Team arbeitet zusammen mit anderen Stakeholders an den Initiativen, um die Anpassungen von HR an die Organisation, an die agile Organisation zu machen. Wenn wir jedoch über das Ausführen und Ausführen von Vorgängen sprechen, brauchen wir jemanden, der dies übernimmt. In konventionellen Organisationen wird diese Rolle normalerweise von Managern übernommen, der für die Leitung und Überwachung des Betriebs verantwortlich ist. Selbst in agilen Organisationen ohne traditionelle Manager wird der Teil des Personalmanagements von jemandem übernommen, dessen Verantwortung weit über eine Verpflichtung gegenüber dem Personal hinausgeht.
Wer also für die Mitarbeiterentwicklung verantwortlich ist, muss ständig Personalthemen in den Einklang bringen mit dem, was sonst noch vor sich geht und gemacht werden muss. Und wenn eine Entscheidung ansteht zwischen einem Personalthema oder einem Kundenthema oder einem Report für die Geschäftsleitung, raten Sie, was priorisiert wird. Das Personalthema wird fast immer tiefer priorisiert werden. Es mag wichtig sein, aber es wird wahrscheinlich nicht dringend genug sein. Deshalb brauchen wir jemanden mit einem klaren Mandat. Jemanden, der eine dedizierte Rolle als Verantwortung der Mitarbeiter übernimmt. Jemand mit den Fähigkeiten und den persönlichen Qualitäten, die nötig sind, um andere erfolgreich zu machen. Und dieser jemand ist der People Developer. People Developers ermöglichen es dem Ort, das volle Potenzial auszuschöpfen, indem sie sich auf die Mitarbeiter konzentrieren. Ihre Verantwortung geht jedoch weit über individuelle Entwicklung hinaus. Sie identifizieren und bewältigen die aufkommende Dynamik der Belegschaft, sogenannte Workforce Dynamic. Sie überwachen und nutzen Cross-Art Talent Pipeline und Trends. Und sie befassen sich mit allen HR-bezogenen Themen, von der Einstellung bis zur Vergütung. Die meisten unserer Kunden haben diese People Champions bereits in ihrer Belegschaft. Das ist also keine neue Rolle, aber nicht unbedingt als Teil des Agile Release Trends. Aber es macht es ihnen leicht, Menschen, Mitarbeiter in eine People Developer Rolle zu transferieren, dies als Karriereschritt anzusehen und sie zu einem integrierten und integralen Bestandteil des Arts zu machen. Die People-Autorität bedeutet jedoch nicht, dass People-Developer die einzigen auf dem Art sind, die sich mit Mitarbeiterthemen befassen. Wie das Sprichwort sagt, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. People-Developers werden für den operativen Teil mit anderen Schlüsselrollen auf dem Art arbeiten und zudem die Personalabteilung für die taktischen und strategischen Elemente einbeziehen. Oberflächlich betrachtet scheint der People Developer einem Scrum Master ähnlich zu sein. Und es gibt einige Bereiche, die sich überschneiden. Zum Beispiel das Trainieren von Teammitgliedern und die Gestaltung einer Hochleistungsumgebung. Aber sie haben jeweils sehr unterschiedliche Befugnisse und Verantwortlichkeiten auf dem Art. Die Scrum Masters sind maßgeblich für den Teamerfolg verantwortlich, haben jedoch weder die Zeit noch das Mandat, artübergreifende Personalstrategien zu verwalten oder Microlearning und Umschulungsprogramme zu entwickeln. Das liegt an den People Developers. Ein People Developer, eine People Developerin, ist in der Regel für etwa 20 bis 40 Personen, Mitarbeitern verantwortlich, sodass auf einem Ort etwa 1 bis 3 People Developers sind. Sie arbeiten zusammen, um den Erfolg von Einzelpersonen und den Teams zu maximieren. Eine ihrer Hauptaufgaben besteht darin, den sogenannten People Runway sicherzustellen. Lassen Sie mich zuerst den Kontext festlegen. Wir sprechen über einen Agile Release Train und den Runway dieses Agile Release Trains. Auf Portfolio- und Organisationsebene gibt es weitere People Runways. Dies ist jedoch kein Thema von heute. Also zurück zum People Runway auf der Art-Ebene. Sie sind vielleicht vertraut mit dem Architectural Runway in SAFe. Es geht darum, notwendige technische Grundlagen für die Entwicklung von Geschäftsinitiativen und die Implementierung neuer Funktionen und Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen, die Grundinfrastruktur. Der Runway wird durch Backlog-Elemente erstellt und verwaltet. Dies sind Backlog-Elemente, die der Benutzer nicht sieht, aber im Hintergrund notwendig sind. Auf dem Safe Big Pictures sind das diese roten Elemente, die sogenannten Enablers. Der People Runway ist ähnlich. Es geht um alles, was Sie tun, um sicherzustellen, dass die kombinierten Stärken, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Erfahrungen der aktuellen Belegschaft eine kontinuierliche Bereitstellung und einen optimierten Fluss von Wert ermöglichen. Um den People Runway zu verwalten,
müssen Sie nach vorne schauen und sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter für alles bereit sind, was kommen wird. Das People Developer Team identifiziert Fähigkeiten und Erfahrungen, die notwendig sind, um die Produktvision und die Roadmap erfolgreich umsetzen zu können. Zusammen mit den Teams erstellen sie Backlog-Elemente, damit die Teams allfällige Lücken schließen können. Als Beispiel, es kann sein, dass ein Art in Zukunft mit der Blockchain arbeiten wird. Die Mitarbeiter auf dem Art haben bis jetzt minimale oder keine Erfahrung und kein Wissen dazu. Jetzt kann man Entscheidungen treffen, wie dieses Wissen aufgebaut wird. Über ein Team, das es dann weiter verbreitet, über den Einkauf von Beratern und Spezialisten, die es dann umsetzen werden und das Wissen, Fähigkeiten vielleicht an andere weitergeben. Dies ermöglicht zum Beispiel das SAFE-Prinzip Nummer 1, Take an Economic View, zu leben. Wir haben heute nicht die Zeit, detaillierter auf den People Runway einzugehen. Ich möchte Sie jedoch einladen, den QR-Code zu scannen, um weitere Details sowie ein Whitepaper zum Thema herunterzuladen. Bevor ich einige Experimente mit Ihnen teilen möchte, würde es mich freuen, wieder von Ihnen zu hören, respektive zu lesen. Wie stellen Sie im Augenblick den People Runway auf Ihrem Art oder in Unternehmungen sicher? Welche Erfahrungen haben Sie damit? Wie werden Personalthemen priorisiert? Ich lade Sie ein, Ihre Erfahrungen oder auch Herausforderungen damit im Chat zu teilen. Ich bin sehr gespannt darauf, Ihr Feedback und Ihre Experimente offline zu diskutieren. Sie können diese gerne an uns übermitteln mit dem Formular, das Sie über den QR-Code oben rechts auf der Folie erreichen können. Wenn Sie Ihre Experimente übermitteln, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um die Experimente zu sprechen und Ihnen vielleicht einige zusätzliche Ideen zu geben. Lassen Sie mich einige Initiativen mit Ihnen teilen, mit denen wir in den letzten 12 bis 18 Monaten mit unseren Kunden gearbeitet haben. Einige Initiativen sind klein, eher operativ. Mit diesen können Sie sofort mit Ihrem Team starten und experimentieren. Andere, die größer, strategischer sind, erfordern konzentrierte Anstrengungen auf dem gesamten Ort oder der gesamten Organisation. Lassen Sie mich die breite Palette von Experimenten und Initiativen veranschaulichen, indem ich einige davon hervorhebe. Das erste Experiment ist scheinbar offensichtlich, aber etwas, das nicht außer Acht gelassen werden sollte. Sehen Sie sich Ihre Stellenanzeigen genau an. Sehen Sie eher aus wie eine kopierte Stellenbeschreibung oder inspirieren Sie, erzählen Sie eine Geschichte. Sie möchten den Kandidaten zeigen, wer sie sind und wofür sie stehen, und sie wollen diese inclusive machen. Die meisten Stellenanzeigen richten sich heute noch an extrovertierte männliche Kandidaten. Durch Ändern der Bilder und der Geschichte können Sie die Quantität und Qualität Ihres Kandidatenpools erheblich verbessern und Sie werden sofort einen Anstieg sehen. Einer unserer Kunden konkurriert im globalen Talentbereich und die Zahlen sind nach dieser Anpassung in die Höhe geschossen. Für einige Jobs wurde die Anzahl der Spitzenkandidaten 40-fach vervielfacht. Wo Sie zuvor in 2 Monaten 5 herausragende Bewerbungen erhalten haben, erhalten Sie jetzt 10 pro Woche. Solch ein stärkerer Kandidatenpool führt zwangsläufig zu einem stärkeren Talentpool. Und sobald Sie diesen starken Talentpool haben, möchten Sie sicher sein, nicht genutzte oder falsch genutzte Talente zu vermeiden. Traditionell fördern wir Mitarbeiter auf der Grundlage ihrer bisherigen Leistungen, ohne jedoch zu testen, ob sie die neue Rolle beherrschen können. Wie oft haben wir gesehen, wie der beste Entwickler zum Teamleiter befördert wurde, nur um herauszufinden, dass niemand mit der Lösung glücklich und zufrieden ist. Und am Ende haben wir nicht nur einen, sondern 2 Jobs ruiniert. Exploratory Assignments sind Ihr Ansatz, try before you buy, testen bevor Sie kaufen. Sie ermöglichen es den Mitarbeitern,
Annahmen über einen Job zu validieren oder zu widerlegen, sodass alle Beteiligten eine fundierte Entscheidung treffen können. Dies führt zu besseren Karriereentscheidungen, erhöht aber auch ihre Talent-Mobility und gibt ihnen ein besseres und getestetes Verständnis für das Potenzial ihrer Belegschaft. Sie verwenden diese Exploratory Assignments am besten in Kombination mit Wachstumsprofilen, Growth Profiles und kontinuierlichem Karrierecoaching. Als Beispiel bei einem Kunden habe ich Folgendes gemacht. Max ist ein Softwareentwickler, hat jedoch für die Karriereentwicklung das Interesse, einmal Scrum Master zu werden. Anstatt Max zu einem weiteren Softwareentwickler-Event zu schicken, hat der People Developer zusammen mit Max ein Exploratory Assignment ausgearbeitet. Im nächsten PI hat Max als Scrum Master Stellvertreter einem Team auf einem anderen Ort eine Iteration erlebt. So kann Max Informationen und Erfahrungen sammeln, um zu validieren, ob er sich die Rolle und die Arbeit so vorgestellt hat. Mit dem Debriefing können Max und der People Developer dann sein Growth Journey entsprechend anpassen und die nächsten Schritte definieren. Das bringt mich zur Talent Enablement, Talentförderung. Bei der Talentförderung geht es darum, Einzelpersonen dabei zu helfen, ihr Potenzial schneller zu erreichen, als sie dies alleine tun könnten. Dazu gehört, dass sie sicherstellen, dass HR- und Personalpraktiken geeignet sind und dass sie unbewusste Vorurteile und blinde Flecken schnell erkennen können. Wir sehen immer wieder, dass Unternehmen Unmengen von Werkzeugen und Techniken für ihre besten Leute, ihre Champions, ihre High Potentials haben. Diejenigen, die in jedem Umfeld erfolgreich sein werden und wachsen. Aber sie haben nicht genügend Praktiken und Hilfsmittel, um denjenigen zu oder diejenigen zu unterstützen, die ungenutztes Potenzial haben und sich primär entwickeln können und werden, wenn die richtige Umgebung und das richtige Coaching zur Verfügung steht. Dieses ungenutzte Potenzial ist absolut nicht zu unterschätzen und ein weiteres People-Debt-Thema. Talent Enablement ist nichts, was sie nebenbei tun. Wie jede andere Initiative, die auf veralteten Praktiken abzielt, erfordert sie kontinuierliches Engagement. Wenn sie jemals daran beteiligt waren, ein Performance-Management-System in ein funktionierendes Performance-Acceleration-System umzuwandeln, wissen sie, dass dies nichts für schwache Nerven ist. Natürlich haben kleinere Experimente Vorteile. Aber wenn Sie es ernst meinen mit den Praktiken, die eine hohe People Debt adressieren, müssen Sie diese systemischen Hindernisse angehen und das bedeutet, in größere Initiativen zu investieren. Und hier ist, warum Sie das machen sollten. Sich um Mitarbeiter zu kümmern, ist erstens das Richtige und zweitens gut für Ihr Unternehmen. Bei unseren Kunden, auch bei denen, die in ihrer agilen Transformation weit fortgeschritten sind, sehen wir deutlich, dass sich die Dynamik positiv auswirkt. Die Arts mit den ausgerichteten und dedizierten HR-Diensten sehen einen eNPS, einen Net Promoter Score für Mitarbeiter, der 15 bis 20 Punkte höher ist als die Arts, die ihre konventionelle Herangehensweise an Personalthemen fortsetzen. Und das ist weit mehr als eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit. Wir wissen, dass ein hohes Engagement der Mitarbeiter direkt zu vielen positiven Dingen führt. Höhere Kundenzufriedenheit, schnelleres Unternehmenswachstum und natürlich höhere Umsätze. Wenn Sie sich also auf einer Transformationsreise befinden, können Sie Ihren Return on Investment beschleunigen und steigern. Und wenn Sie sich bereits in der Phase Agilität ist genauso, wie wir sind und Dinge tun befinden, werden sie weiterhin für anhaltenden Erfolg sorgen. Sei es auf strategischer oder operativer Ebene, Personalthemen können nicht länger vernachlässigt werden. Sie müssen in den Mittelpunkt gestellt werden und wir müssen Mitarbeiter mit dem Fachwissen, der Leidenschaft und dem Engagement dafür einsetzen.
Dies ist wahrscheinlich der wichtigste Schritt, den Sie jemals in Richtung Business Agilität unternehmen werden. Und die Zeit ist sicherlich richtig. Wir alle kümmern uns um die Zukunft von Agilität. Dies ist unsere Chance, veraltete Ansätze, Praktiken, veraltetes Denken loszuwerden und sie stattdessen neu zu gestalten und sicherzustellen, dass wir weiterhin in das Personal investieren, um ihre Auswirkungen auf Erfolg agiler Organisationen kontinuierlich zu fördern. Agil und HR sind zwei Seiten der Münze. Es geht um die Mitarbeiter. Und der beste Weg, Mitarbeiter an die erste Stelle zu setzen, besteht darin, eine People-Autorität, People-Verantwortung auf dem Agile Release Train zu haben. Wenn Sie mehr erfahren möchten, können Sie gerne den QR-Code scannen auf der folgenden Seite. Wir müssen People Depth verstehen und angehen, um einen starken People Runway zu gewährleisten. Wir brauchen eine klare und engagierte Rolle. Die Rolle der People Developer. Dies lässt mich mit einer letzten Frage zurück. Ist es Zeit, den Triad auf dem R zu erweitern und in einen Tetrad zu verwandeln? Besten Dank für Ihre Zeit und ich freue mich auf Ihre Gedanken und Erfahrungen in Bezug auf People Depth, People Runway und People Developer. Ich würde mich freuen, wenn wir das Thema weiter diskutieren können. Besten Dank. Und bis bald. Ja, super. Das war schon mal ein sicherlich sehr interessanter Vortrag. Wie gesagt, Agile is all about people, heißt es. Da ist die Frage natürlich naheliegend, wie sieht es denn da eigentlich aus? Wie gut ist man da aufgestellt, auch im nahen Safe-Umfeld? Und da haben wir doch gute Erkenntnisse erlangt jetzt. Ja, also das Menschenthema mal auf den Tisch gelegt, dann das Muster des Runways aufgegriffen und damit man explizit über die Themen reden kann. Wir haben auch zwei Fragen bekommen. Genau. Genau, wir haben konkrete Fragen von Jean-Charles bekommen. Ihr könnt natürlich auch jetzt gerne noch Fragen im Chat stellen, die wir gerne weitergeben an Michael. Also danke, Michael, dass du da bist und direkt Fragen beantwortest. Die erste Frage hier geht natürlich in eine Richtung, die häufig auch thematisiert wird. Bezahlung ist nun mal ein wichtiger Bestandteil der Personalstrategie. Wie sollte Bezahlung deines Erachtens und auch die Incentivierung in der perfekten agilen Welt aussehen? Sehr, sehr gute Frage. Und wie du gesagt hast, das ist immer wieder ein großes Thema. Ich bin etwas vorsichtig mit dem Begriff perfekte agile Welt, weil die perfekte agile Welt meint, wir passen uns auch immer den Situationen entsprechend wieder an. Grundsätzlich, was ich sehe, ist, es gibt einen Trend hin zu einfachen, transparenten Salärsystemen. Und es ist natürlich einfacher, wenn man eine kleine Firma ist oder neu anfängt, das zu machen, als wenn man eine große Firma da verändern muss. Es gibt zum Beispiel mit Buffer, das ist eine Firma, die hat eine Salärformel. Was auch oft passiert, ist, man geht weg von individuellen Boni zu Profit-Sharing-Modellen, Mitarbeiterbeteiligungsmodellen, wo man wirklich alle einbeziehen kann. Und Situationen mit dem Variablengehalt, man fokussiert sich auf das Fixum, get the topic of money off the table, ist etwas, was wir sehr oft darüber sprechen in der agilen Welt. Vereinfachen, individuelle Boni weg. Wie können wir als Organisation erfolgreich sein? Und ich habe das mit mehreren Verkaufsteams schon gemacht, die eher individuell incentiviert waren. Und es war ganz erstaunlich, was wir machen konnten, als wir plötzlich gesagt haben, okay, es gibt nicht mehr individuelle Boni, sondern das Sales Team ist gemeinschaftlich verantwortlich für die Zahlen, respektive das Resultat der ganzen Firma. Und was ich gesehen habe, ist, dass dann viel mehr Unterstützung stattgefunden hat, wie man jemanden, der vielleicht nicht so stark ist, dahin bringt, noch stärker, noch besser zu werden und so die Gesamtsituation massiv verbessert wurde und die Leute auch schneller und besser gelernt haben. Mhm. Danke. Vielleicht eine kurze Werbung an der Stelle für den Talk heute um 13 Uhr auf der Mainstage. Da geht es eben auch um das Thema New Pay. Also für alle, die das Thema interessiert, seid ihr da sicherlich gut aufgehoben.
Dann stellen wir noch die Frage, die zweite Frage von Jean-Charles. Wie wird Erfolg und Karriere bei flachen Hierarchien und Servant Leadership bzw. Shift Left von klassisch tayloristischen Steuerung zu moderner Führung in einer perfekten agilen Welt? Da haben wir sie wieder neu definiert. Genau, auch eine sehr gute Frage. Wie kann ich mich persönlich weiterentwickeln? Und was wir alt sehen, ist wirklich die Karriereleiter hoch. Aber das sieht man jetzt schon, wenn jüngere Leute in die Firma kommen. Es ist nicht mehr nur das Ziel, die Karriereleiter hochzukommen, sondern es geht darum, persönliche Entfaltung und Wachstum zu machen. Wie kann ich weiter wachsen? Wie kann ich was lernen? Darum verändern ja auch viele Mitarbeiter den Job, gehen zu einer anderen Firma, dass ich was anderes lerne. Und ich sehe das für mich selber. Ich gehe mal wieder, arbeite in einer Großfirma, in einer Kleinfirma. Ich lerne, ich kann mich weiterentwickeln. Und das wird in Zukunft massiv weiter sein. Und ich denke, die Karrieremodelle werden sich verändern. Und ich bin ziemlich überzeugt, dass in der agilen Welt werden Promotionen im klassischen Sinne verschwinden. Das wird anders fokussiert. Alles sind Talente, nicht nur wenige. Wie können wir mehr in die persönliche Entwicklung investieren? Und da spielt die Rolle des People Developers eine ganz wichtige Rolle. Und darum denke ich, es muss Teil vom Agile Release Train sein. Thema Exploratory Assignments. Wie kann ich jemandem zeigen, der vielleicht einen neuen Job haben will? Ich nehme das Beispiel des Softwareentwicklers, der vielleicht Interesse hat, Scrum Master zu werden. Wie kann ich ihm zeigen, ist Scrum Master etwas, nicht nur, dass ich es von außen sehe, aber erleben kann? Wie können wir vielleicht im nächsten PI ein Exploratory Assignment definieren, wo Max in einen anderen Ort geht, als Scrum Master arbeitet, unter einer Anleitung des lokalen Scrum Master und die Erfahrung sammeln kann? Dann, wenn Max zurückkommt von diesem Exploratory Assignment, People Developer und Max haben das Gespräch, die Befehle, was ist gelaufen, ist es das, was du dir vorgestellt hast, wie könnte das sein, ja, ist es, und dann zusammen ein sogenanntes Growth Profile auszuarbeiten, wo stehen wir heute, was sind die Schritte, um dahin zu kommen, wie kann ich mir Wissen, Erfahrungen aneignen, um dann in dieser Rolle, in dieser neuen Rolle erfolgreich zu sein. Und ich denke, da geht mehr der Investition und der Karrieremodelle mit. Wie kann ich mein Wissen, meinen Erfahrungsschatz erweitern und so auch Mehrwert für mich selber und für die Unternehmung bringen? Mhm. Ihr habt, Jean-Charles, jetzt noch eine Frage gestellt. Ich muss leider auf die Uhr schauen. Und die Frage, was hältst du von Konstrukten, in denen Teams ihre Chefs wählen, weitergeben an Jean-Charles? Vielleicht möchtest du die direkt in der Direct Message an Michael stellen und ihr könnt das untereinander ausmachen. Oder du möchtest vielleicht eine Session auch anbieten. Das geht auf der linken Seite, wenn du Hopin kennst, ganz einfach, um über das Thema weiter zu diskutieren. Und da könnt ihr euch auch gegenseitig sehen und darüber sprechen. Genau. An der Stelle. Ich werde auch am Kegon-Stand noch kurz sein, dann können wir vielleicht gewisse Fragen da anschauen. Umso besser. Jean-Charles, alle anderen, die sich interessieren für das Wissen von Michael, er ist jetzt am Kegon-Stand. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Michael. Danke auch.